Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Quelle joie! Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Was ist denn gerade mit der Flasche passiert? Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel nicht, bevor man es sieht. Darf ich jetzt sprechen? Dankeschön. Ich fand das eben mit Tesla so geil, weil er hat gesagt, so einfach so nebenbei, so von wegen, ja, ein Schalldämpfer wird das perfekt machen. Und dann der so, oh nein, scheiße, ich hab was falsch gemacht, ich hab nichts perfekt gemacht. So, ja, ich werde mich sofort drum kümmern, finde ich total niedlich. Yo. Hier hinten war auch noch ein einsammelbares Objekt. Irgendwo, glaube ich, hier. Ja. Eine, Zeitung, nennt sich das ja. Karl Benz wunderbares Clara. Ein Auto. Jo, das war's auch hier schon. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier alles einsammle. Aber da, wo ich noch weiß, dass die da sind, da werde ich dann auch natürlich dann hinlaufen, um euch das zu zeigen. So. Ist hier auf jeden Fall nicht so geil. Also es sieht auch ein bisschen muffig und feucht hier aus irgendwie. Ach du. Ich glaube, der ist tot. Nee. Er ist nicht tot. Weil das sah nämlich, also es sah komisch aus. So als ob der nicht atmen würde. Was mit dir? Ja, du bist auch am Leben noch. Man weiß ja nie hier so in der Gegend, ne? Ist ja hier alles sehr merkwürdig. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Ich meine, hier oben wäre auch noch was gewesen. Nee. Ich glaube, da kommen wir danach hier lang. Aber da hat man schon gesehen, dass da was ist. Entschuldigung. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Warum darf ich jetzt nicht mitgehen? Wer ist da hoch? Hier entlang, Monsieur. Oh, der Franzose. Ich mag den Franzosen. Yo! So, was haben wir denn hier? Ein kleines Objekt. Eine Pfeife. Die Asche ist noch warm. Hier ist ein Bild von einem Mädchen. Und dann haben wir noch ein Buch, was ich nicht lesen kann. Dann ist da noch ein Krug und Flaschen. Noch ein Bild. Und ein alter Ofen, der auch noch an ist. Und Krams.
Hier ist so eine Alkoholtruhe, Schnapstruhe, irgendwie sowas. Ja, also das würde ich jetzt nicht von dem hier kaufen. Also das ist mir ein bisschen... Hier das Gemüse und so vielleicht schon. Das Brot weiß ich nicht, aber... Das Fleisch auf keinen Fall, so. Lafayette. Erstmal den Apfel angucken. Ich mag dieses, das, was der anhat. Das ist ja vorne so, als ob das, weiß nicht, wie das nennt, das ist so, dass so Knöpfe links und rechts runter werden die so eingehakt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, das mag ich auf jeden Fall sehr. Erstmal schön gestochen. Wollt ihr mehr? Der blutet wie ein angestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Immer diese Schläger. Er ist fertig. Bleib unten, dummer Penner. So, kann man hier hoch? Ich glaube, da muss ich doch erst nach unten. Vielleicht war da noch was. Was ist das? Was steht da? Seltsamer Ort. At the presentation of four pennies, you shall be provided shelter from the cold. Sustenance of a meal? Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Sleep. Accommodations. Warmth per. But. Compassion of the Lord. Oh, das sieht aber auch gemütlich aus, so. Sind da direkt hier Särge oder was? Okay, der lebt noch. Wow. Die schnarchen alle, ey. Was haben wir denn hier? Ah, das ist nochmal das, was vorne hing. Rückseite. Ist das hier wirklich irgendwie, dass sie krank sind und dann können die direkt in ihren Särgen irgendwie sterben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das hier für ist. Wollen wir die mal nicht weiter stören, doch. Tut mir leid, dass ich so unwissend bin. Warum habe ich denn immer noch das Schnarchen im Ohr? Ich hoffe, ihr hört das, ey. Eine Schande für Tag. Das Empire. Ich sage, das Empire ist eine Schande. Die Königin sitzt im schönen Palast auf ihrem dicken Hintern, trinkt ostindischen Tee und lebt von dem Schweiß und dem Blut anderer Menschen. Eurem Schweiß! Eurem Blut! Und wie zeigt uns unsere geliebte Königin ihre Aufmerksamkeit, uns Sterblichen? Indem sie ihre Ritter ausschickt, um unsere Heimat im Namen von Gesetz und Ordnung zu schänden! Wo ist das Gesetz, frage ich euch? Gehen wir. Ich sage euch wo. Tot und begraben! Und wo kein Gesetz ist, müssen die Leute aufstehen! Geh durch die Gasse. Was mit dir? Du läufst gegen die Wand, oder was? Und ihr Recht zurückholen! Ich weiß es nicht! Ich schwöre! Ich habe nur ganz kurz gesehen! Deinetwegen ist sie tot! Nein,
Erstmal aufs Maul. Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Wo ist denn die... Ach, da hinten ist die Frau. Dann gehen wir mal zur Frau. Hallo. Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Okay. Wir sollten durch diese Tür gehen. Mhm. Aber hier hinten lag, glaube ich, noch was. Jupp. Assault on Mayfair. Angriff auf Mayfair. Ja, könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt, ne? So. Aber hier liegt sonst nichts Besonderes irgendwie rum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Türchen hier rein, ne? Oder wir brechen einfach ein. Halte L2 gedrückt, um den Luftzylinder anzutreiben. Und den Schließzylinder freizulegen. Luft- und Schließzylinder. Vibration. Wie war das denn nochmal? Ah, okay. Ja, tut mir leid, ich muss das... Ah, dann, wenn es am meisten vibriert. Also am ruckartigsten vibriert, muss ich R2 drücken. Ja, dann treten wir mal ein, ne? Einfach mal so. Okay, wir haben kein Ziel. Wo ist der Franzose? Bist du hier? Franzose! Ach, du stehst. Okay, alles klar. Ich höre schöne Musik. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Sportfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Mit dem Messer dürfen sie rumlaufen, ne? Auf jeden Fall, wir sind hier, glaube ich, in einem Puff oder so. Mir fällt das schönere Wort dafür ein. Mir fällt das schönere Wort nicht dafür ein. Hübsch. Zelda. Mhm, alles klar. Irgendwas mit B. Mir fällt das Wort nicht ein, das ist unfassbar. Hier hat Murphys draußen, das ist unfassbar. Hier unten lag aber noch was. Die Raben von London. Sie organisieren.